Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Pharmarama Crew. Heute mal zu einem Video, das wir eigentlich noch nie auf diesen Kanal gebracht haben. Ja, züchten haben, gezüchtet ich sozusagen. Und ich habe 100 Zücht, momentan ist ja ein Zucht-Event. Und ich habe gesagt, wir nehmen euch einfach mal mit, zeigen euch, was ich so gezüchtet habe. Hier zum Beispiel Biber, Bienen, Fische, Hasen, ja, Hühner noch. Kuckucks und dann Schafe, alles Mögliche sozusagen. So, dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten. Dort haben wir einen Schneebiber dabei. Ist, glaube ich, für das gelbe Upgrade. Dann haben wir wieder mal einen Holzackerbiber und wieder so einen Schneebiber. Bekommen wir dieses Mal? Bekommen dieses Mal einen Biber normalen. Dann machen wir den nächsten weiter. Jawohl, der ist schon mal gut. Das ist Bibikraft, der ist für die rote Upgrade. Die würde ich gerne haben. Hier ist ein schlechten. Und was ist das für einer? Zahnarztbiber. Der ist ja richtig gut, glaube ich. Werden wir nachher mal nachschauen, was der ist. Nochmal einer. Alter. Nicht ist das ein gutes Upgrade. Dann gehen wir mal weiter. Nächster. Und jetzt geht schon mit den Bienen weiter. Was haben wir hier? Da kenne ich nicht so aus. Waldbiene und eine Armenbiene. Dann Armenbiene wieder. Das scheint nicht so gut zu sein. Und dann werden wir jetzt noch schauen. Da ist wieder eine Armenbiene. Also mein Bruder vermutet, dass dieser Biber, oh, die Biber oder was das ist, Zahnarztbiber für das orangene Upgrade ist, aber wir schauen nachher noch nach. Was haben wir denn hier? Oh, das ist der Propeller Hamsterbiene, die ist, glaube ich, auch ein bisschen was wert. Dann der nächste. Dort haben wir auch drei Stück Bienen. Dann geht es mit den Fischen weiter, da kennen wir auch nicht so toll aus. Ammonenfisch, der ist keine Ahnung wie viel wert. Nochmal einer. Mit normalen Fisch. Auch ein normaler fliegender Fisch. Der ist, glaube ich, auch ganz gut. Ein Regenbogenfisch, der ist, glaube ich, viel wert. Und der ist fürs rote Upgrade. Und dann geht es hier weiter. Nächste sind wieder nur normale Fische und der Ammonenfisch. Jetzt geht es mit den Hasen weiter. Schauen wir mal, was wir bei den Hasen drin haben. Da brauche ich noch ein paar. Einmal den Angsthase, wenn es geht. Bis jetzt nur brauner. Und Kuschelhase. Wieder nur einen braunen. Ja, da läuft es noch nicht so rund bei den Hasen. Kleine Kackmaus scrollt da immer runter. So, dann der nächste, wieder ein brauner. Wieder ein brauner, das gibt's nicht. Da läuft es noch nicht so rund. Kleiner Kuschelhase. Schauen, was wir da bekommen. Hase und Kuschelhase. Wieder nur braune, kommen nur braune raus. Und wieder ein Kuschelhase. Gibt's da keine anderen Hasen? Also, da bringt Babybum bis jetzt noch nichts. Bei den Hasen. Aber wir haben ja noch einige Hasen vor uns. Wieder braune. Es geht's nicht, kommen nur braune raus. Wieder Kuschelhase mit dabei. Ein Angsthase brauche ich für die Event Quest 3. Falscher Hase ist das. Sehr schön. Und wieder nur braune und Kuschelhase. Haben wir drin? Oh, wieder nur Kuscheln. Und jetzt geht es schon mit den Hühnern weiter. Da haben wir gleich mal ein braunes Huhn und ein Seidenhuhn. Sehr gut. Braunes Huhn. Ich brauche noch ein paar Seidenhühner. Das ist ein normales Huhn, glaube ich. Und schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so gezüchtet habt. Wenn ja, was euer Bestes war, was ihr bekommen habt. Das interessiert uns natürlich auch. Und ja,
Da haben wir ein braunes Huhn. Ein anderer Farmer-Hammer-YouTuber hat ja gestern schon ein heftiges gezogen, glaube ich. Für den pinken Stall Panda. Auf jeden Fall schon mal Glückwunsch da an ihn, wenn er das Video sieht. Und wir haben noch mal einen Seidenhuhn und ein paar braune Hühner. Aber da ist jetzt auch noch nichts so Heftigeres dabei, außer für so Orangen-Upgrade etwas. Braune Hühner sind en masse dabei, wie bei den Hasen. Nicht wundern, dass ich von den Hühnern und den braunen Hühner, von den Hasen am meisten gemacht habe. Aber das brauche ich halt noch für die Quest 3. Nochmal ein Seidenhuhn, das ist sehr gut. Braunes Huhn. Braunes Huhn. Nochmal ein braunes Huhn. Kommen nur braune Hühner raus. Sehr schade. Dass nicht mal so eine Überraschung dabei ist, wie ein Seidenhuhn. Dann haben wir hier noch mal ein braunes Huhn. Dann habe ich hier jetzt ein paar Mal vergessen, Ding reinzutun. Dann geht es jetzt mit den Kuckucks weiter. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Und da haben wir einmal den maskierten Kuckuck. Sehr schön. Und hier haben wir dann Hasenohrige Kuckuck drin. Jawohl. Einmal den Puckuck. Habe ich jetzt, glaube ich, schon drei Stück. Dann haben wir hier Kühe. Da hoffe ich jetzt einfach mal auf den Flammenstier oder wie der heißt. Aber ist jetzt nur braune dabei. Schauen wir, was hier drin ist. Das ist einmal die Highclan-Kuh. Das ist auch orangene Upgrade. Braunes Huhn. Und dann kommen wir jetzt schon langsam zum Ende. Ungefähr 20 Dinge haben wir noch. Aber ich kann ja ziehen, glaube ich, nicht aufmachen. Noch meine Highclan-Kuh. Ja. Nochmal braune und die Almkuh. Und jetzt geht es mit den Schafen weiter. Hier haben wir einmal die schwarze Schaf. Vielleicht bekommen wir hier was Gutes. Nein, das ist ein Schaf. Und ein nacktes Schaf. Ist gleich auch für Our Course eine Upgrade. Das ist ein schwarzes Schaf. Und jetzt geht's hier weiter. Nochmal ein schwarzes Schaf. Und jetzt geht's mit den Straußen weiter. Also wir haben fast jede Zucht habe ich gemacht. Um euch mal zu zeigen, was wir so züchten. Ein zweimal Emu. Da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus mit den Zuchten. Und das ist Zwergenstrauß. Da bin ich auch überfragt, wie viel der wert ist. Aber das sind die Emus sind anscheinend nicht viel wert. Jetzt geht es weiter mit den Ziegen. Und hier kriegen wir gleich mal ein gutes Schaf. Eine schwarze Ziege meine ich. Nochmal eine schwarze Ziege. Nochmal eine schwarze Ziege. Und ja, das haben wir schon gezüchtet. Geflecktes Ziege. Und jetzt die letzten zwei. Nochmal geflecktes. Und dann würde ich sagen, wir schauen jetzt noch nach wegen dem Zahnarztbiber. Das interessiert uns jetzt, für welchen Stall der ist. Ja. Biber zu Biber. Ja, das ist fürs Occasion der Upgrade. Das haben wir schon gedacht. Da habe ich schon. Ich würde ja gern den da haben, da fehlen mir jetzt noch zwei. Ich hoffe, dass ich den jetzt irgendwie noch schaffe. Dann sind wir eigentlich schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schreibt in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt bei diesem Zuchtevent oder bei diesen Babyboom-Tagen. Viel Spaß!